Ja, ich bin Heidemarie Sasse. Ich habe das MET-Zentrum in Hannover und arbeite mit der Klopftechnik, die ziemlich bekannt ist. MET ist die Abkürzung für Meridian-Energietechniken. Ich habe das halt bei Rainer Franke gelernt, der ja auch ziemlich bekannt ist in dem Bereich, und habe von Beginn an diese Technik mit der psychologischen Astrologie verbunden, weil das so ein, bis dahin mein Steckenpferd war und natürlich noch immer ist. Und möchte jetzt heute das Thema eben dahin bringen. Der wichtige Schlüssel ist natürlich das Geburtshoroskop. Das ist halt wichtig, dass man sich damit so ein bisschen auseinandersetzt. Viele tun es schon so auf dem Laienweg, machen autodidaktisch bestimmte Dinge und so. Und da kann man einfach eine Systematik reinbringen, weil das Geburtshoroskop hat natürlich ganz viele Komponenten, die beachtet werden können. Also ich habe das auf ein Minimum reduziert und dabei geht es halt um das Herrschersystem, was leicht erlernbar ist. Und beim Geburtshoroskop ist leicht erkennbar, dass es alle Anlagen und Fähigkeiten, die der Horoskopeigner hat, dargestellt sind in Form von einer bestimmten Aspektkonfiguration, wo Verbindungen von unterschiedlichen Planeten eine Rolle spielen. Und als Oberbegriffe werden dann die Tierkreiszeichen genannt, die Planeten und die Häuser. Die Häuser werden auch Lebensbereiche genannt. Und das, was der Horoskopeigner erlebt, seine Lebenssituation, die manchmal nicht zufriedenstellend ist oder öfter mal nicht zufriedenstellend ist, gibt natürlich Auskunft über die Entwicklungszustände. Das Herrschersystem wird in drei Entwicklungsstufen eingeteilt. Das ist einmal die gehemmte Form, die kompensatorische Form und die erwachsene Form, so nennt es Hermann Mayer auch, oder die gelöste Form. So, und klassischerweise begegnen sich die Menschen entweder in der gehemmten und kompensatorischen Ausdrucksweise. Und ich gebe da am liebsten immer ein kleines Beispiel, das ist dann leichter nachvollziehbar, wenn man sich mit diesen Dingen noch nicht so ein bisschen schlau gemacht hat. Also ich nehme mal einen Autoritätskonflikt als Beispiel. Und zwar nehme ich mal, also ein Schwarzkittel, Weißkittel sind ja mehr bekannt. Also dass viel Arzthörigkeit unterwegs ist, ist ja schon bekannt. Und ich nehme jetzt einfach mal einen Polizisten. Der ist also Kraft seiner Uniform schon eine Autorität. Wenn der jetzt sozusagen einen Auftrag hat, wo er halt so, ich sag jetzt mal eine Ordnungswidrigkeit oder so, dann steht er da und sagt, ja, also entweder geblitzt oder irgendwas anderes und gibt dann demjenigen, der da halt sozusagen straffällig geworden ist, halt ein Knöllchen und ist in der kompensatorischen Ausdrucksform. Und derjenige, der jetzt dieses Knöllchen bekommt, fühlt sich natürlich gehemmt, automatisch gezwungenerweise gehemmt, weil er glaubt meistens erstmal, dass er nichts dagegen tun kann. So, aber an der Stelle ist es einfach nur so, dass er sich wahrscheinlich mit der Rechtssituation gar nicht auskennt, seine eigenen Rechte nicht kennt und deshalb hat diese Autorität einfach die Macht über ihn und das nennen wir halt den kompensatorischen Ausdruck. Und dieser gehemmte Ausdruck, der ärgert sich jetzt wahrscheinlich vielleicht sogar und ahnt jetzt, dass vielleicht eine Strafe auf ihn zukommt und er findet das vielleicht sogar ungerecht. Gerade bei den Leuten, die jetzt aktuell natürlich wissen, dass es gar keine wirkliche Rechtsgrundlage gibt, dass die OWIG gar keinen Geltungsbereich hat, hat das Ding natürlich noch eine besondere Bedeutung. Und jetzt wäre es natürlich wichtig, wenn ich in die gelöste Erwachsenenform kommen will, dass ich mich überhaupt erstmal rechtskundig mache und dann diesem scheinbaren Kompensator halt sagen kann, ja, also das könnte jetzt sein, dass das vielleicht ein Auftrag ist, aber ich weiß auch aus der Rechtssituation heraus, dass es gar keinen Geltungsbereich gibt und diesen OWIG-Strafzettel, den du mir da jetzt geben willst, dass er gar keine Rechtsgrundlage hat. So, und dann wäre der natürlich schon in der Erwachsenenform, je nachdem, wenn er jetzt aber natürlich noch Wut in sich trägt von früher, wo er schon zig Knöllchen bezahlt hat oder vielleicht sogar, also das ist jetzt auch nochmal ein tolles Beispiel mit dem Wutpunkt, der ist nämlich hier bei MET, das mache ich jetzt einfach mal, ja. Und wenn zum Beispiel ein Autofahrer also seine Wut runterfahren will, der klopft automatisch, intuitiv ja sogar an dieser Stelle und fährt damit seine Wut runter. Aber was passiert in diesem merkwürdigen System, was uns da so regieren will? Da gibt es dann halt einen Strafzettel, weil ich habe ihm ja angeblich einen Vogel gezeigt oder so ähnlich. Ne? So ist dann halt so dieser normale Sprachgebrauch und das ist natürlich ja, klopfbedürftig. Ich sage immer, das ist Klopfmaterial und davon möchte ich die Menschen sozusagen nicht nur freiklopfen, sondern sie in ihre eigene Handlung bringen.
bringen. Das Freiklopfen ist ja bekannt, das können ganz, ganz viele. Und ich möchte halt im Grunde genommen erreichen, dass da was Konstruktives draus gemacht wird. Ne? Jetzt könnte ja dieser Polizist zum Beispiel eine Läuterung erfahren, indem er jetzt merkt, hier laufen jetzt viel, viel mehr Menschen rum, die kennen sich also halt sogar im BRD-Recht aus und die erkennen jetzt ganz schnell, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Ja, dann sind wir nämlich erst auf einer Ebene, wo wir halt in Augenhöhe sozusagen überhaupt sprechen können und müssen uns nicht mehr auf so eine Art und Weise unterdrücken lassen, was gar nicht in Ordnung ist, was vor allen Dingen auch mit Menschenrechten gar nichts zu tun hat.